ist ja sehr viel mit den Lippen machen. Bin ich etwas außer dem Bock? Wir gehen nämlich zum ersten Mal ins Bett. Es gibt nichts, kein Problem auf dieser Welt, was man nicht mit Küchenrolle lösen könnte. Wir besuchen heute Lukas Haunerland bei ihm zu Hause und ich klopfe jetzt mal an seine Haustür. Hallöchen! Lukas hat uns vorher erzählt, dass er uns auf jeden Fall mit Jogger die Tür öffnet, deswegen dachten wir uns, wir passen uns mal an. So. Ich habe halt doch so ein Fable für, was sind das hier, diese Hotelschlappen. Die habe ich früher. Bist du der die immer mitnimmt? Sei ja nicht, Lukas. Ja. Früher, als ich wirklich in solchen Hotels dann beruflich viel schlafen musste, habe ich die mal eingesteckt und dann irgendwann war das ein Running Gag und haben mir meine Freunde halt so diese 10er-Packs geschenkt. So. Rein mit euch. Du darfst vor, ist dein Foto. So. Ah, ich stelle mich hier ganz gemütlich. Wollte ich gerade sagen, du darfst gerne gleich mal Probe sitzen. Das ist eigentlich mein Lieblingsplatz hier in der Wohnung, weil hier kannst du so schön rausgucken, du guckst auf die Straße runter und hast so alles im Blick. Hast es nicht weit. Und auch nicht jeder hat eine Disco-Kugel in seiner Küche. Das stimmt, die ist uralt. So mit 15 oder 16, da war ich DJ tatsächlich. Da konnte man mich so für Geburtstage und Hochzeiten und so buchen. Da habe ich diese Disco-Kugel bekommen. Die ist also mittlerweile echt alt und die ist immer mit umgezogen. Aber so halb DJ Hauni bist du ja jetzt auch im Frühstücksfernsehen. Wie bist du denn eigentlich zum Frühstücksfernsehen gekommen? Ich war beim Radio. Und da gibt es ja auch diese Morning-Shows und da war ich eigentlich das Gleiche. Also so ein Sidekick, der da am Klavier steht, ungefragt immer wieder seinen Senf dazu gibt und hin und wieder mal ein paar lustige Ideen für die Moderatoren hat. Und das habe ich 11 Jahre gemacht und brauchte irgendwas Neues. Und dann war es der Chefredakteur vom Frühstücksfernsehen, der das mitbekommen hatte, dass ich auf der Suche bin und sagte, du, vielleicht passt das ja bei uns rein, lass doch mal probieren. Einfach so mal gucken, was draus wird. Und dann ist das wirklich über die Jahre oder über die Monate erst gewachsen. Also vorher stand ich hinter den Kameras, habe den Moderatoren so ein paar Tipps gegeben oder ein paar Infos gegeben, was noch eine schöne Geschichte wäre. Und dann sagte Matthias Killing irgendwann, boah, wenn du es mir erklärst, ich habe es schon wieder vergessen, warum erklärst du es nicht selber dem Zuschauer? Ich heimlich, ungefragt mein Klavier hinten ins Backstage gerollt. Weil da war so die Weihnachtszeit und dann war Sascha da und haben wir da Musik gemacht und dann kam irgendwer nachher auf mich zu und sagte, ja, das war toll, aber wo kam das Klavier her? Einen Monat später wurde mir dann in der Sendung dieser schwarze Flügel geschenkt. Viele Zuschauer sagen ja auch immer wieder, oh, Lukas als Moderator, wie siehst du das? Abgesehen davon, dass man niemals nie sagen sollte, würde ich jetzt sagen, nö. Nein, weil das, was ich gerade mache, ist 100% mein Bereich. Es ist gute Laune, es ist Entertainment, es sind Spiele, es ist Musik. Und als Moderator musst du dich natürlich auch mit ernsteren Themen beschäftigen. Oder auch mal einen Gast interviewen, zu dem du vielleicht persönlich in dem ersten Moment gar nicht so den Bezug hast. Ich glaube, da habe ich schon den schöneren Job. Musik ist ja sowieso deine große Leidenschaft. Aber hast du denn noch irgendwas anderes, was du sehr, sehr gerne machst in deiner Freizeit? So wie zum Beispiel Matthias Killing gerne grillt? Grillen kann ich nicht. Also Musik ist schon, ist auch mehr als eine Leidenschaft. Da verbringe ich wirklich die meiste Zeit des Tages mit. Wir können gerne mal in mein Musikzimmer gehen. Oh ja. Da steht zum Beispiel auch mein Klavier, was ich mit 5 Jahren bekommen habe. Das ist dieses wunderschöne Teil. Vielleicht erinnern sich einige Zuschauer, das stand wirklich so hässlich und alt, wie es ist. Es stand im Studio. Ich finde es aber, es ist vintage, nicht hässlich genau. Und alt. Vintage nennt man das heutzutage, Lukas. Und es hat noch so einen schönen Sound und so einen schönen Klang. Es ist, wunderschön. Also alles, was mit Musik zu tun hat, Musik spielen, Musik hören, aber auch Texte schreiben, noch nicht mal nur für mich, sondern auch vielleicht für andere Künstler und so, damit verbringe ich schon die meiste Zeit. Ein anderes Hobby, wenn man so will, ist Fußball definitiv und Laufen. Computerspiele und Gaming, es ist so überhaupt nicht meins. Also wirklich, du findest, ich hatte noch nie in meinem Leben eine Konsole oder irgendeins von diesen Spielzeugen, die normalerweise unterm Fernseher stehen. Aber du spielst auch Saxophon, richtig? Saxophon, wobei ich das tatsächlich wieder mehr, auch das haben wir einmal in der Sendung gehabt, das war ganz furchtbar. Es ist gerade noch zu Dekorationszwecken, du musst da ja sehr viel mit den Lippen machen. Bin ich etwas außer Übung? Das beim Saxophon. Könnte man. Gut, dass es nur beim Saxophon so ist. Das könnte man ja auf jeden Fall als einen Funfact schon mal benennen. Gibt es denn noch andere Funfacts über dich, die wir unbedingt hören müssen? Ich hatte eine sehr religiöse Kindheit. Das volle Programm mit Messdiener, Pfadfinder, Kirchenmusiker. Ich liebe Küchenrollen.
Also ich habe wirklich in der Wohnung immer einen großen Vorrat an Küchenrollen. Es gibt nichts, kein Problem auf dieser Welt, das man nicht mit Küchenrollen lösen könnte. Ich fühle das so ja? sehr. Danke. Ich muss 100 Küchenrollen zu Hause haben, weil sonst kann ich kein Bad putzen, keine Küche putzen, kann gar nichts machen. Ich kann mich gar nicht bewegen in meiner Wohnung ohne Küchenrolle. Tellerersatz auf dem Sofa. Alles. Küchenrolle ist perfekt. Und ich glaube, ich bin der größte Liebeskasper, den man sich vorstellen kann. Liebe ist, die eigene Liebe zu feiern oder sich als Paar dafür zu feiern, dass man sich liebt. Also ich bin wahrscheinlich romantischer als 10 Brautjungfern, ich weiß es nicht. Was war das Romantischste, was du je getan hast? Oh, wo fange ich da an? jetzt aktuell, meine Freundin war am 24. Dezember letztes Jahr ganz, ganz traurig und sagte, jetzt ist Adventskalender vorbei und es hat so einen Spaß gemacht. Und die hat tatsächlich dieses Jahr jeden Monat zum ersten einen Adventskalender bekommen. Also ein Einjahresgutschein Adventskalender. Und dann hatte ich immer 6 Tage danach, um mich wieder zu erholen. Und dann gab es direkt zum ersten des nächsten Monats den nächsten Kalender. Und jetzt kommt noch einer, der vom Dezember. Und dann, das ist ganz schön anstrengend. Mach ja, das mal. Ja, aber auch super romantisch. Also das ist wirklich, da können andere einstecken. So, ich würde sagen, Marie hinter der Kamera Misst mich jetzt einmal ab. Und ich gehe jetzt dahinter. So, und nicht nur komme ich jetzt vor die Kamera, hallo Lukas, sondern wir haben eine Premiere in unseren Home Stories. Wir gehen nämlich zum ersten Mal ins Bett. Endlich. Wie schön, dass ich das machen darf. Sehr gut. Freue mich sehr doll. Nein, als ich gefragt wurde, welche Bereiche von deiner Wohnung möchtest du denn zeigen, dachte ich so, im Schlafzimmer sagt man immer, nee, das ist Privacy. Da habe ich gesagt, warum eigentlich? Warum? Warum Privacy? Ist Schlafzimmer die größte Privacy? Es gab ja diese MTV-Show früher, die Crips, wo man auch in die Häuser reingegangen ist. Und da wurde immer im Schlafzimmer gesagt, this is where the magic happens. Ja. Aber hier passiert auch Magie, ich gehe einfach mal von aus. Aber sprechen wir weiter von der was hier zum Beispiel passiert, ist um 3.15 Uhr ein Wecker. Ja. Und das passiert nicht in vielen Schlafzimmern. Ja, das ist wahr. Und ich habe wirklich Glück, ich habe wirklich einen Menschen gefunden, der den gleichen Rhythmus hat. Meine Freundin halt, die auch so früh aufstehen muss. Das heißt, hier gehen morgens 2 Wecker und wir stehen zusammen auf und das macht es natürlich wesentlich leichter um diese Uhrzeit. Wie würde sie dich denn beschreiben? Also romantisch haben wir gerade schon gehört? Ja, aber auch unfassbar nervig. Oh. Also ich hab ja dieses Wackelknie, ich wackel die ganze Zeit. Ja, das ist wirklich... Das ist nervig und ich liebe es auch, Dinge auszudiskutieren. Also gerade wenn es um Standpunkte geht, dann habe ich Spaß daran. Und das ist die Beste. Kennst du auch, ne? Ja, ich bin auch so. Kennst du auch? Und das ist, glaube ich, schon, das ist anstrengend. Dann hat sie mal gesagt, sie kennt wenig Menschen, die so schnell nach einer Niederlage das Positive sehen. Also irgendwie so ein ganz tiefer Optimismus. Wir haben ja gerade, apropos Roman, du hast ja gerade von den Adventskalendern erzählt und jetzt auch in der Sendung musst du dir ja ständig neue Sachen ausdenken. Aber hast du auch mal sowas wie eine Schreibblockade und was machst du dann? Am liebsten nehme ich wirklich die Ideen, die im Alltag passieren. Das sind also wirklich die normalsten Sachen. Wenn man dann kurz innehält und im Hinterkopf so überlegt, was war hier gerade, was war das für eine Situation, wäre das nicht auch was für die Sendung? Kennt das vielleicht jeder? Lösen das Problem andere Menschen anders oder so? Und so kann man irgendwie in den alltäglichsten Momenten immer irgendwelche Themen finden. Jetzt bist du Sidekick bei uns im Frühstücksfernsehen. Du hast schon gesagt, du warst beim Radio, du hast natürlich schon immer Musik gemacht. Was wolltest du denn werden, als du klein warst? Wolltest du das auch schon werden? Und wo geht die Reise vielleicht noch hin? Als Kind wollte ich Zirkusdirektor werden. Das ist wirklich geil. Das war... Guck mal, wir haben sogar ein Tier hier. Das ist jetzt kein Zirkustier, aber ich habe wirklich... Schildkrötendompteur. Genau. Ja. Ich habe wirklich, wenn der Zirkus bei uns war, bin ich dahin, habe mich mit den Kindern da angefreundet, damit die mich immer mitnehmen. Und ich Backstage oder wie das dann heißt, da die ganze Zeit im Zirkus rumrennen kann. Und ja, und es gibt tatsächlich Menschen, die behaupten, ich mache heute nichts anderes. Nur dass... Quasi, ja. Die Manege ist ein Fernsehstudio und keine Tiere, sondern... Moderator. Achso, Ach so, hier. So. Und das hier ist mein favorisierter Platz für die Konferenz. Wir haben ja nach der Sendung immer eine Konferenz. Und die mache ich dann über Teams und über Kopfhörer. Und im besten Fall sitze ich dann hier schon und trinke meinen Kaffee in der Sonne und kann schon das erste Mal so ein bisschen runterfahren. Wir arbeiten mit dir hauptsächlich für Social Media zusammen. Und daher wissen wir aber auch, dass du dem Thema Social Media so ein bisschen kritisch gegenüberstehst. Kannst du es vielleicht nochmal so ein bisschen... ausführen? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe nie Social Media gemacht, bis ich beim Frühstücksfernsehen war. Ich finde nur manchmal, ich finde da unheimlich viel Selbstdarstellung bei Instagram. Also ich glaube, es animiert dazu, sich selber zu präsentieren und was habe ich an, was habe ich gegessen, wie mache ich meinen Sport, ich. Und was auch dazu kam,
als die haben doch immer mal umgeändert, dass man diese Gefällt mir-Angaben ausschalten kann. Ja. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Ich möchte doch meine Laune oder meine Stimmung nicht davon abhängig machen, wie viele Menschen mir einen Daumen geben oder ein Herz geben. Außer wenn die natürlich von uns kommen, dann. Wollen wir noch mal kurz reingehen? Gerne, gerne, gerne. Eins haben wir nämlich entdeckt, Domi und ich vorhin, was wir uns noch angucken müssen. Je mehr Düdel-Düdel-Düdel hier oben ist, umso aufgeräumter und strukturierter muss es um mich rum sein. Deswegen müssen wir jetzt noch mal diesen kleinen, dieses Arrangement hier betrachten. Das ist unser Wochenplan. Also wir setzen uns jeden Sonntag hin und schreiben auf, was so die Woche passiert. Was, ach ja, stimmt, guck mal, da kann ich jetzt einen Haken dran machen. Aber Musik machst du dir extra einen Zettel hin? Da geht's um Aufnahmen. Da geht's um Aufnahmen. Ich habe, es kommt ja dieses Jahr noch ein neues Single raus. Das wollten wir doch nicht mehr abfragen. Und zwar hat ein Zuschauer sich bei mir gemeldet. Der ist 95 und hat durch mich oder durch unsere Sendung den Mut gefasst, ein neues Instrument zu lernen. Der hat mir eine Aufnahme geschickt. Sehr süß. Wie er Klavier spielt. Und ich saß da und dachte, das gibt's doch nicht. Was für ein Riesentalent da in einem Mann 95 Jahre geschlummert hat. Und es hat mich sehr bewegt und sehr berührt. Und darum gibt es jetzt einen Song. Der Mann heißt Hans und der Song heißt auch Hans. Und ich freue mich sehr. Das ist eigentlich ein ganz guter Anknüpfungspunkt mit dem Hans. Das ist jetzt eine Person, die dich auch beeindruckt hat. Ne? Mhm. Gab es so vielleicht noch einen anderen Moment oder eine Person in deinem Leben, die dich besonders geprägt hat? Es gibt immer wieder Momente, wo ich meiner Klavierlehrerin sehr, sehr dankbar bin. Weil ich glaube, es ist ganz normal, dass wenn man irgendwann Klavier lernt, in der Jugend hört man auf. Man hat andere Interessen, das macht keinen Spaß mehr, man muss üben. Und auch ich war extrem anti-Klavier in der Zeit. Und die hat mich irgendwie durch diese Phase gezogen. Und wenn ich da aufgehört hätte, so wie viele andere, dann wäre mein Leben nicht so gelaufen. Und darum, Eliska Köhler heißt die, denke ich ganz oft, das hat die toll gemacht. Ich glaube, der habe ich sehr, sehr, sehr viel zu verdanken. Also ich würde auch sagen, wir haben Frau Köhler sehr viel zu verdanken. Ja. Viele Grüße an dieser Stelle. Und danke, Lukas, dass du uns hier mit in deine Wohnung genommen hast und rumgeführt hast. Gerne. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass wir im Bett waren. Schön, dass ihr so geile Jogger anhabt. Ja. Sehr und wir gut. Chillen jetzt auch ein bisschen. Genau. Ja.